ums andere, die Folie, das machen, da ein Test, die Note, das, also das wird ultra sick. Das muss man halt ernst nehmen. Die Eimer mit Wasser gefüllt. Bald ist auch schon wieder Abend. Dann können wir schlafen. Wassergeräusch, das will ich nicht die ganze Zeit hören. So. Ja, 7200. Perfekt. So, Holzschalen. Nein, jetzt habe ich schon wieder den Bogen. Jedes Mal treffe ich den scheiß Bogen weg zu machen. Hey, das gibt's doch nicht. Ich brauche jetzt keine Holzteller. Ich brauche jetzt Holzschalen. Ja. So. Und wir brauchen Kohl und Fleisch. Und was hat der jetzt schon wieder für ein Problem? Die Schmiede hat kein Material. Hat er Kupfer hergestellt. 11 Kupferbarren. 79 Kupfererz haben wir noch. Zinn haben wir nicht mehr so viel. Ich nehme das mal. Das mal. How is life treat? Have a good day. So, ich muss nachher mal schauen, ob wir die. Ich glaube, in der nächsten Session müssen wir uns eine neue Mine suchen. Außer die andere Mine ist wieder voll. Oder wir müssen zwei Minen abklappern. Ich glaube, ich mache noch ein Materiallager. Ich schau dann, wo wir eine andere Mine finden noch. Und dann, und war dieses Bronze, also dieses Kupferzeugs und so. Da raus. Zinnbahn lege ich wieder hier rein. Und die Bronzebahn hier. So. Gut, jetzt hat er wieder genug Ressourcen. Perfekt. Also. Fleisch. So viel mit 34. Kohle nehme ich mal so mit. Und dann gehen wir kochen. Kohlsuppe. So, 12 Kohlsuppen. Wow. Warum nur so wenig? Ah, wegen dem Fleisch. Das große Hauptproblem, das Fleisch. So, dicke Duppe wiederherstellen. Früher hieß es ja dicke Suppe. Dicke Duppe. Die Kohlensäure will arg raus aus mir. Das ist übel, Diggi. Das ist richtig übel, was da raus will. 3 Fleisch für eine Kohlsuppe. Das ist huge. Warum heißt das nicht Fleischsuppe? Wir brauchen ja weniger Kohl als Fleisch. Das ist ein kompletter Käse hier. Den sie hier machen.
Brei, Haferbrei. Das können wir eigentlich auch mal machen. Brei. Rühreier mit Pilzen. Können wir noch nicht. Rührei. Ich könnte Rührei herstellen. Alles klar. Das können wir verkaufen. Das gibt ordentlich Kohle. Geil. Für das brauche ich nicht Grillrost. Nicht den Backofen. Da kann man noch nicht hin. Kessel. Hier Rührei. Holzschale. Ei. Ja, genau. Box das Ding. Du weißt Bescheid. Du weißt Bescheid, Diggi. Du weißt Bescheid. So. So, alles Fleisch dabei, was wir überhaupt haben. Aha. Und jetzt wird durchgekocht. Sicke Duppe. 49 mal Sicke Duppe. Gut, dann wieder Zeit für eine Runde ASMR.
So, ui. Endlich noch geschafft. Krass. Da geht uns glatt der Kohle aus. So, bald haben wir es geschafft. Dann ist die Kohlsuppe durch. Das sollte die hungrigen Mägen für ein paar Stunden stillen im Dorf. Wenn die so viel fressen wie ich, dann ist das kein Wunder, dass das nicht so lange reicht hier, ne? Holzschalen haben wir noch genug. Scheitert dann jetzt gleich nur an der Kohlsuppe, am Kohl und am, nee, am Fleisch. Am Kohl scheitert's nicht, am Fleisch scheitert's. So, jetzt kann ich gleich mal probieren. Njam, 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 njam. Bleh. Okay. Neues Level, Produktion. Nice! Ach, so lobe ich mir das. Genauso und nicht anders. Oh, dann nehmen wir noch ein bisschen Kohl mit. Und anstatt jetzt in der Nacht durch, weil Regen mich nervt, nächsten Tag. So. Gut. Ah. Wieder ein sonniger Tag. Wunderbar, wunderschön. Wir schmeißen uns gleich auf den Kochherd los. Und können nur 4... Oh. Ja, noch 4 Kohlsuppen, dann haben wir kein Fleisch mehr. Nice. Da müssen die Leute mehr Fleisch jagen, damit das mehr wieder klappt. So. So, Fleisch hergestellt. Gut, das reicht. Neues Level in der Produktion haben wir freigeschaltet. Das hört sich sehr schön an. Nein. So. Eier. 3 Eier. Ist immer noch wenig. Sehr wenig Eier. Produktion. Handwerkliches Wissen. Nähwissen. Das wäre nicht schlecht. Kochexperte, das ist schon voll. So. Also, das haben wir voll. Andere Sachen. Einmal Rührei. Und dann kriegen. Wie viele Eier kriegen wir täglich jetzt? Landwirtschaft. Hühnerstall. 2,16 Eier. Okay, wir können 10 Tiere aufnehmen. Dafür brauche ich bestimmt noch ein bisschen Kohle. Also dann legen wir doch hier mal das Rührei zur Seite. Gut, das Rührei gibt ein bisschen Kohle, aber das will ich jetzt gerade nicht. Steinpilz, komm, ich nehme den Steinpilz mal mit. Und hier den Gallenröhrling. Wer auch immer den geerntet haben, das weiß ich nicht. Und dann nehme ich hier noch die Federn mit. Die Holzschalen lage ich wieder hier ein. Das lagere ich auch ein. Und dann kaufen wir uns ein paar Hühner. Oder Küken. Küken sind günstiger. Hier. Das Feld ist noch nicht, besät worden. Warum? Roggenkorn. Kann erst im Herbst. Ist das Roggen? See.
Ja, das Roggen, deshalb. Gut, den Rest haben sie geschafft. Perfekt. Dann gehen wir jetzt mal Kohle verdienen. Für Hühner. Wenn wir so viel Dünger haben, könnte ich eigentlich auch Dünger verkaufen. Das fällt mir Schlaumeier erst jetzt ein. Aber mir Schlaumeier fällt auch ganz viel erst ein nach einer gewissen Zeit von der Aufnahmesession. Das ist meistens so. So, come on. Run, Diggy, run. So. Die Eisenaxt hält auch schon lange. Aber die hält nur so lange, weil wir schon Ewigkeiten keine Bäume mehr gefällt haben. Ich muss, glaube ich, zur Dekotante. Ist das hier die Dekotante? Nein, das ist auch nicht der Dekotante. Die Dekotante ist schon dort, okay. Die hockt einfach. How are you? Die Wohner hockt einfach What die ganze need? Zeit dort. It. Alter, 900 für Feier auch. What the fuck? Hier, nimm ein paar Pilze zu dir. Das könnte dir gut tun. Nimm noch mehr Pilze, hier. Pilze. Was kann ich dir noch geben? Ich glaube, das war alles. Mach's gut. Have a good day. Die ist pissed, weil ich ihr Pilze gegeben habe. Stark, stabil. Gehe ich hier rüber und hol mir noch so 2-3 Eier. Küken. Für Eier. Ein Schwein ist auch hoch. Auch übelst teuer. Wir haben überlegen, ob wir noch ein Schwein holen. Schweine waren, glaube ich, da vorne. Ich glaube, in der nächsten Session werden wir dann mal ein Esel holen. Warte mal, ich frag die mal. Ida. How are you? Wo finde ich Nutztiere? Esel. Tutki. Danke, das war das, was ich wissen wollte. Mach's gut. Have a good day. In Tutki. Also hier hinten können wir Esel holen. Ich habe 700. Eine Henne kostet 900. Ein Küken kostet 400. Aber jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Gut. Okay. Immerhin hat es für ein Küken gereicht. So, dann muss ich jetzt noch ein weiteres Haus bauen. Wie viele Mütter haben wir aktuell? 2. Nice. Ah, Idefosa ist aus dem Schwangerschaftsding raus. Geil. Das sehe ich erst jetzt. Lol. Dann kann sie direkt wieder ins Jagen rein. So. Oh, das ist fresh. Fett. Das habe ich gar nicht gesehen, dass die ja wieder arbeiten kann.
Oh, lol. Die Kinder werden richtig heftig. Gut. Dann müsste das Ziel eigentlich klar sein. Warte mal, wie viele Leder habe ich wieder? Ich glaube, wir müssen in den Sommer rein. Wenn wir im Sommer drin sind, dann wird das gar kein Problem, nächste Session einen Esel zu kaufen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das easy going dann wird. Ja. So machen wir's. Wo baue ich denn jetzt noch ein Haus hin? Ein Haus. In der Größe. Ich glaube... Hier so. Das Haus hin. Das passt doch. Und dann machen wir hier... Wo ist das? Das ist bei Landwirtschaft drin. Eine Plantage. Dann machen wir hier... Geht das? Nein, das geht nicht. Machen wir hier... Ja. Nein. Der Baum muss hier sein. Wirtschaft, Plantage. Jawohl, so. Die habe ich noch. Gut. Perfekt, dann kommt hier so ein Baum hin. Gebäude und der Stall. So am Wasser? Eigentlich haben wir ja, ich glaube, so die Tiere hier. Eine haben wir. Küche 2, das können wir noch nicht. Ja, müssen wir dann schauen. Aber so langsam wird das was. Ich mache hier, glaube ich, noch so einen Lattenzaun hin. Ist denn so? Ja. Das gefällt mir, ja. Perfekt. Dann machen wir das gleiche dann hier auf der Seite so hin. Ja. Und das wird es so, jawoll. Das freue ich mich. Holzschuppen, kein Werkzeug, keine Axt mehr. Okay. Gut, aber das war's fürs Erste. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis dahin. Peace.